Jubel nach der Wahl bei den Grünen und der FDP. Immerhin sind sie die Königsmacher. Beide Parteien zeigen sich offen für Koalitionsverhandlungen, trotz bisheriger Präferenzen. Die Union verabschiedet sich gerade aus der Regierungsfähigkeit, konstatiert der Mann, der selbst in Schleswig-Holstein einer schwarz-grün-gelben Jamaika-Koalition angehörte. Mit dem Wahlabend bricht tatsächlich eine neue Zeitrechnung in Deutschland an. Wenn es nicht, und ich glaube, dann werden alle Leute wirklich kirre werden, nochmal eine Neuauflage einer sogenannten, früher genannten Großen Koalition geben soll, wird es ein Dreiparteienbündnis geben. Das ist auf der Bundesebene nicht geübt und man muss vielleicht auch sagen, im Wahlkampf nicht wirklich vorbereitet worden. Wir werden jetzt in Gespräche eintreten. Die SPD ist stärkste Kraft geworden, werden Gespräche führen. Aber für uns ist Grundlage zugleich, dass wir deutlich machen, dass es in so einer Regierung einen neuen Aufbruch gibt. Für die Grünen habe die Klimapolitik oberste Priorität. Angesprochen auf das Verhältnis zur FDP spricht der grüne Co-Vorsitzende Habeck von geübter Gegnerschaft in der Steuer-, Sozial- und Wirtschaftspolitik. Trotz und gerade wegen der großen inhaltlichen Unterschiede machen die Liberalen ein Angebot. Sie wollen Vorsondierungen mit den Grünen führen, denn weder die Union noch die SPD seien Parteien des Aufbruchs. Deshalb macht es Sinn, angesichts dieser bisweilen bestehenden Polarisierung den gemeinsamen Grund zu suchen. Zugleich sind Grüne und FDP aber auch die Parteien, die sich am stärksten gegen den Status quo der Großen Koalition gewandt haben. Und deshalb ist es sinnvoll, dass diese beiden zuerst miteinander das Gespräch suchen, um zu prüfen, ob daraus bei allen Unterschieden ein fortschrittliches Zentrum einer neuen Koalition werden könnte. Christian Lindner erneuert seine Zweifel an einer rot-grün-gelben Ampelkoalition. Mit den Liberalen werde es keine höheren Steuern und kein Aufweichen der Schuldenbremse geben. Die Gespräche, sie sollen zeitnah beginnen. Und wir haben jetzt die Möglichkeit zu klären, wie eine Annäherung zwischen FDP und den Grünen funktionieren könnte, mit Guido Jensen von der FDP und Marcel Emmerich von den Grünen. Zunächst von beiden die kürzestmögliche Antwort bitte. Frau Jensen, was wäre Ihnen persönlich lieber? Jamaika mit der Union oder die Ampel mit der SPD? Beides spannende Möglichkeiten. Ich bin Schleswig-Holsteinerin, da regieren wir 4 Jahre schon sehr, sehr erfolgreich mit einer Jamaika-Koalition. Und Marcel Emmerich, Jamaika oder Ampel? Ja, ich denke, wirklich Erneuerung und Aufbruch in diesem Land gibt es mit einer Ampel. Deswegen eher die Ampel. Frau Jensen, ist der CDU-Kanzlerkandidat Armin Laschet nur noch im Rennen, weil er mit ihrem Parteichef Christian Lindner befreundet ist und Lindner den politischen Preis der Liberalen gegenüber der SPD in die Höhe treiben will? Ich glaube, Sie machen einen ganz wichtigen Punkt, der häufig in auch solchen Debatten, die wir ja gerade führen, eher vergessen wird oder unter den Tisch fällt. Und zwar, wie sind Menschen, die hier miteinander verhandeln, auch persönlich miteinander im Umgang? Und geht es auch vielleicht über Respekt hinaus? Und ich glaube, es ist eine ganz, ganz wichtige Kategorie, in der viel zu wenig gedacht wird, nämlich ob Leute miteinander auch sich so vertrauensvoll verhalten können und über den Weg trauen. Ich glaube, das ist zum Beispiel bei Christian Lindner und Armin Laschet auf jeden Fall gewährleistet. Das, glaube ich, geht auch mit anderen Menschen. Aber um diese Bande eben zu spielen und zu schmieden, muss man sich über den Weg trauen und muss man sich auch persönlich verstehen. Und das ist, glaube ich, eine wichtige Maßgabe, die man berücksichtigen muss. Herr Emmerich, können die Grünen allen Ernstes mit dem Wahlverlierer Laschet ins Koalitionsboot steigen und untergehen? Naja, das werden wir jetzt mal sehen. Wir haben ja gesagt, dass wir am liebsten mit der SPD zusammen regieren wollen. Und das ist das, um was es jetzt in den nächsten Tagen und Wochen geht, dass es hier auch natürlich schwierige Gespräche geben wird. Das ist vollkommen klar. Und ich denke, dass es letztlich darum geht für uns Grüne, wo wir wirklich gestalten können, wo wir wirklich den Klimaschutz durchsetzen können und auch eine Gerechtigkeitspolitik. Und das ist das, worum es am Ende geht. Dafür führen wir Gespräche. Aber immer mit Blick darauf, dass wir am liebsten mit der SPD regieren. Aber klar ist natürlich, dass irgendwie die FDP da nicht zu kurz kommen darf, auch in der Ampelkonstellation. Die hat auch ein erfolgreiches Ergebnis eingefahren und muss natürlich in dem Zusammenhang dann auch wirklich, das muss sich auch widerspiegeln in der gemeinsamen Arbeit dann auch in der Koalition. Und dafür werden die Gespräche geführt.
Und dafür gab es ja auch jetzt schon und auch in den letzten Jahren ja auch eben hier im Bundestag vertrauensbildende Maßnahmen. Die Grünen werben um die Liberalen, hört man so ein bisschen raus. Noch mal ein kurzes Hin und Her bitte. Frau Jensen, welche Position bei den Grünen können Sie unangestrengt unterstützen? Also ich glaube, bei den Grünen gibt es viele große Schnittmengen im Bereich der Gesellschaftspolitik, die sehr progressiv ist. Ich glaube, ich bin jetzt Außenpolitikerin. Ich habe den Ausschuss für Menschenrechte geleitet in der vergangenen Legislaturperiode. Da war die Zusammenarbeit mit den Grünen sehr vertrauensvoll. Und das, denke ich, können wir auch in diesen beiden angesprochenen Bereichen weiter auf den Weg bringen. Und dort, wo noch Unterschiede sind, da, glaube ich, findet man Kompromisse. Und die werden ja in den nächsten Wochen und Monaten sicherlich auch erreicht werden können. Klingt nach Schmusekurs. Herr Emmerich, was können Sie unterschreiben, was im Wahlprogramm der Liberalen steht? Ja, gerade die Innenpolitik. Also da haben wir schon große Schnittmengen, wenn es darum geht, den Überwachungsstaat nicht zuzulassen. Und das ist wirklich etwas, was auch jetzt vielleicht nicht immer so momentan die große Rolle spielt, aber letztlich auch sehr wichtig ist einfach für das Staatsverständnis, für das Verständnis, wie der Staat mit den Bürgerinnen und Bürgern umgeht. Und das ist auch etwas, wo wir einfach große Schnittmengen sehen mit der FDP. Beim Geld, Frau Jensen, da waren die Schnittmengen nicht so groß, Steuererhöhungen und so weiter. Wie schwer ist es bei zwei Parteien, die bisher so gar nicht zueinander finden wollten und konnten, dass sie jetzt zusammenkommen? Also, dass sowas herausfordernd ist und auch, dass solche Gespräche ja herausfordernd sind, ich glaube, das stellt niemand in Abrede. Die Frage ist aber, wie startet man das Ganze? Startet man das bei den, trennenden Punkten oder startet man das bei den Gemeinsamkeiten? Ich würde immer mit den Gemeinsamkeiten starten und dann über die gemeinsam schon vereinbarten Dinge überall auf die schwierigeren Fragen kommen. Und dann kriegt man das auch gelöst. Das ist wieder dieser menschliche Aspekt, den ich da betonen möchte. Und deswegen, glaube ich, ist alles machbar und auch alles verhandelbar. Und Kompromisse müssen gefunden werden. Aber die werden aus meiner Sicht, und darauf, glaube ich, können wir uns auch hoffentlich vereinbaren, hinter geschlossenen Türen geschmiedet und dann am Ende verkündet. Kompromisse müssen gefunden werden. Herr Emmerich, wie groß ist die Gefahr, dass das jetzt alles nur Wortgeklingel ist? Da wird ja auch gern von staatspolitischer Aufgabe gesprochen und dass Differenzen jetzt in dieser Phase zugekleistert werden. Nein, ich denke, dass das auf jeden Fall so ist, dass das alle ernst meinen, dass alle wissen, wie wichtig die Aufgabe ist. Die Wählerinnen und Wähler haben da ein Votum abgegeben. Das ist zwar kompliziert für die Parteien, aber es ist unsere Aufgabe, da wirklich eine Lösung zu finden und sich einfach zu überlegen, wo wollen wir hin. Ich glaube, das ist das, was man einfach gemeinsam braucht. Man braucht eine gemeinsame Idee davon, wie Deutschland in 4 Jahren oder vielleicht in 8 Jahren, in 10 Jahren aussehen soll, in welche Richtung man gemeinsam laufen will. Und darum wird es in den nächsten Tagen und Wochen gehen. Und ich denke, dass das eigentlich wirklich, wenn man sich es auch anschaut, in den letzten Wochen, zum einen haben wir gesehen, dass einfach die SPD der klare Wahlgewinner ist. Das sollte man auch bei den Gesprächen berücksichtigen. Und es ist so, dass wenn man sich die Programme anschaut, wenn man sieht, was irgendwie getan werden soll und muss, ist einfach so, dass gerade SPD, FDP und Grüne dafür stehen, Dinge in diesem Land anzugehen und zu verändern. Und da in dem Bereich, wo man dann trotzdem sagt, wir wollen was verändern, Kompromisse zu finden, das ist, glaube ich, die Herausforderung, vor der wir stehen. Aber ich halte das für möglich und da geht es nicht darum, irgendwas zuzugleistern, sondern wirklich ernsthaft zu diskutieren und gemeinsam fürs Land die Dinge anzupacken. Sie sind sehr allgemein, deswegen ganz konkret. Frau Jensen, was wünschen Sie Herrn Emmerich? Ein wirklich gutes Ankommen, denn die sozusagen das Nachrücken in der vergangenen Legislatur, ich glaube, das hat noch nicht gereicht an Zeit, um hier wirklich anzukommen und dass wir uns vielleicht bald persönlich kennenlernen. Herr Emmerich, was wünschen Sie Frau Jensen? Dass wir einfach beide gut Einfluss, oder ich wünsche ihr, dass sie gut Einfluss nehmen kann, auch in den Dosierungsgesprächen, die jetzt anstehen. Und da einfach auch wirksam ist, gerade auch bei dem Thema Außenpolitik, wo es ja, wie gesagt, auch viele Gemeinsamkeiten gibt, einfach dann da auch mit dazu beizutragen, dass man da gute Punkte umgesetzt bekommt. Ihnen beiden herzlichen Dank. Danke auch. Danke, tschüss. Wir haben jetzt Gelegenheit, mit Norbert Walter-Borjans zu sprechen, den Vorsitzenden der SPD. Armin Laschet und Christian Lindner können gut miteinander, sehen sich als natürliche Partner. Müssen Sie das nicht fürchten?
Ich glaube, dass wir erstmal die Realität so sehen müssen, wie sie ist. Hier ist die CDU-CSU mit dem Kanzlerkandidaten Armin Laschet mit 8,9% Minus absolut abgestraft worden. Es ist eine klare Botschaft, dass man Armin Laschet nicht als Kanzler will, dass wir jetzt Aufbruch in die Zukunft brauchen. Und deswegen geht unser Signal an Christian Lindner und auch an Annalena Baerbock und Robert Habeck, dass wir ganz klar sagen, diese drei Parteien sind die Parteien, die Zugewinne erzielt haben, denen die Menschen im Land das Vertrauen gegeben haben und die jetzt sich der Verantwortung stellen müssen, eine Regierung zu bilden. Und der Kanzler dafür, damit kommen wir und sagen, das ist Olaf Scholz, das ist der Richtige für diese nächsten Jahre. Die FDP sagt, keine Steuererhöhung, keine Vermögensteuer, keine Erbschaftssteuer, scharfe Kritik am Mindestlohn. Wie sehr muss die SPD von ihren Vorstellungen sich verabschieden, um die Liberalen für eine Ampelkoalition zu gewinnen? Ich würde sagen, erstmal sollte sich jeder davon verabschieden, im Vorfeld Hürden aufzustellen, die entweder Gespräche enorm erschweren oder von denen man sich anschließend wieder verabschieden muss. Es geht jetzt darum, dass wir vor großen Aufgaben stehen in diesem Land, dass wir drei Parteien haben, die anders als CDU, CSU eine Zukunftserzählung haben, wenn die auch unterschiedliche Akzente setzen. Und dass wir eben mit dieser Gemeinsamkeit in Gespräche gehen sollten. Am Ende ist dazu immer Kompromissfähigkeit notwendig. Mit der muss man kommen, aber natürlich hat man Grundsätze und darüber redet man dann hinter verschlossenen Türen. Schmusekurs und warme Worte bilden aber noch keine Koalitionsverhandlungen. Auf was würde die SPD keinesfalls verzichten? Auf den Mindestlohn von 12 Euro? Ja, wir haben ganz klar gesagt, und wir verhandeln natürlich auf der Grundlage unseres Programms. Und in diesem Programm ist ganz deutlich geworden, dass das große Thema Respekt in dieser Gesellschaft eine ganz hohe Bedeutung hat und auch, ich sag mal, runtergebrochen worden ist auf Lebensbereiche. Es geht darum, dass wir alle wissen, wir haben Respekt vor dem Planeten und seiner Zukunft. Wir müssen was dafür tun, dass der Klimawandel aufgehalten wird. Aber wir müssen es tun, indem wir auch die Menschen respektieren, die hier und jetzt leben. Die müssen wir mitnehmen in diese große Aufgabenstellung. Das ist unsere Herangehensweise. Aber wenn ich jetzt sagen würde, dass das im Einzelfall, wenn das und das nicht erreicht ist, schon zum Abbruch von Gesprächen führen würde, dann schaffen wir die notwendige Vertrauensbasis nicht, die es braucht und die, wenn es nach uns geht, auch nicht nur für 4 Jahre angelegt ist, sondern wirklich darüber hinausgeht. Können Sie uns denn wenigstens sagen, ob Ihre Parteimitglieder über eine Koalition abstimmen werden, so wie es Ihr Parteivize Kevin Kühnert gefordert hat? Wir haben gesagt, dass gerade wir beide, Saskia Esken und ich, als Vorsitzende der SPD, uns ja auf ein sehr starkes Mitgliedervotum stützen. Und dazu gehört, dass man auch so große Fragestellungen und Entscheidungen sicher nicht ohne Einbeziehung der Mitgliedschaft macht. In welcher Weise wir das tun, das wollen wir auf dem Weg entscheiden. Dazu gibt es verschiedene Stufen, ob man in einer Befragung oder in einer Beteiligung die Mitglieder einbezieht. Wir werden jedenfalls nicht wieder das machen, was die Vergangenheit schon einmal gezeigt hat, dass auf der Berliner Bühne etwas entschieden wird, in die Basis hinein kommuniziert wird, das ist schon gut so für euch. Und anschließend stellt man fest, es gibt dann eine Enttäuschung bis hin zu einem Zerwürfnis. Das darf uns nicht wieder passieren, weil die große Grundlage dieses Wahlsiegs war, dass der Zusammenhalt in der Führung der SPD, aber eben auch zusammen mit den Mitgliedern. Wann haben wir eine neue Regierung? Wir möchten gerne, dass Olaf Scholz als Bundeskanzler die Weihnachtsansprache hält und sie nicht nochmal von Angela Merkel gehalten wird. Norbert Walter-Borjans, SPD-Chef. Vielen Dank für das Gespräch. Gerne. Und nochmal Bundestagswahl. Da hat die rechtspopulistische AfD in Sachsen und Thüringen die anderen Parteien hinter sich gelassen. In Sachsen liegt die Partei mit 24,6% auf dem ersten Platz vor der SPD mit 19,3. Damit wiederholte sie ihren Erfolg von 2017. In Thüringen, wo sie wegen rechtsextremistischer Tendenzen vom Verfassungsschutz beobachtet wird, gelang es ihr, zum ersten Mal stärkste Partei vor der SPD zu werden. Die AfD bekommt dort 24%.
Die AfD hat im Bundesland Sachsen bis auf 4 alle Direktmandate geholt. Die CDU keins. Darüber wollen wir sprechen mit der Politikwissenschaftlerin Ursula Münch, Direktorin der Akademie für politische Bildung in Tutzing. Frau Münch, Helmut Kohl ließ sich einst feiern als Kanzler der Einheit. Hat Armin Laschet die Wahl in Ostdeutschland verloren? Also er hat zumindest in Ostdeutschland noch schlechtere Ergebnisse eingefahren, die CDU, als im Westen der Republik. Das Ansehen von Armin Laschet war gerade im Osten eher noch schlechter als im Westen. Also insofern kann man sagen, ja, das hat sicherlich nicht zu guten Werten der CDU/CSU beigetragen bei der Bundestagswahl. Aber der Osten ist natürlich andererseits auch vom Anteil der Wählerschaft 10 Millionen von insgesamt 60 Millionen Wahlberechtigten dann auch wieder nicht so dominant. Auch in Thüringen ist die AfD stärkste Kraft. Dort regiert der einzige Ministerpräsident der Linken in Deutschland. Was macht die AfD so stark? Die AfD ist vor allem bei Bundestagswahlen stark. Also natürlich auch bei Landtagswahlen schneidet sie ziemlich gut ab. Aber da gelang es bis jetzt immer noch den anderen Parteien, sie auf Position 2 oder auch Position 3 zu verdrängen. Aber da ist ein ganz offensichtlicher Unterschied zwischen Landtagswahl und Bundestagswahl, zumindest jetzt noch. Das hat einerseits zu tun, eben jetzt auch wieder mit dem Kanzlerkandidaten. Aber es hat insgesamt vor allem mit Ablehnung gegenüber der Partei, gegenüber der Politik der Berliner Republik zu tun. Da ist ganz viel Vorbehalt auch noch im Osten verankert gegen Berlin. Ganz viel Entfernung zum Staat, zu Corona-Maßnahmen, zu Impfpolitik. Also da sind viele Vorbehalte da, die jetzt vor allem auf der Bundesebene deutlich geworden sind. Viele haben gesagt, außer Corona hat die AfD eigentlich gar kein zündendes Wahlkampfthema. Warum spielt das in weiten Teilen Ostdeutschlands so überhaupt keine Rolle? Nur wegen der Skepsis gegenüber Berlin? Also das spielt einfach eine große Rolle, diese Skepsis, insgesamt diese Vorbehalte gegen die Parteien, die sogenannten etablierten Parteien, das spielt eine große Rolle. Aber natürlich gibt es auch andere Themen. Die Ostdeutschen fühlen sich nach wie vor in einem gewissen Anteil, das sind ja nicht alle Ostdeutsche, 75% der Ostdeutschen lehnen die AfD ab und weigern sich, die AfD zu wählen. Aber diejenigen, die die AfD wählen, die ärgern sich darüber, zum Beispiel, dass eben die Löhne, die Gehälter in den ostdeutschen Ländern nach wie vor niedriger sind, dass die Renten niedriger sind. Also das ist etwas, was sich die AfD zu eigen gemacht hat. Die AfD lehnt nach wie vor Zuwanderung ab. Und auch wenn es keine Flüchtlingskrise gibt, keine sogenannte Flüchtlingskrise, dann ist dieses Thema dennoch wichtig. Man lehnt Maßnahmen der Europäischen Union ab. Man lehnt aber vor allem auch die Energiewende ab. Das ist auch etwas, ein ganz großes Thema für die AfD, dass man einerseits eben die Skepsis gegenüber der Klimapolitik ganz laut artikuliert und sagt, da wird ganz viel Geld verbraten, nehmt doch das Geld und steckt es lieber in Umweltschutzmaßnahmen im Osten, baut lieber dort vorbeugend gegen Umweltkatastrophen, gegen Überschwemmungskatastrophen. Es sei unnütz und nicht sinnvoll, das in den Klimaschutz zu investieren. Und man positioniert sich eben vor allem auch gegen die Energiewende und sagt, das wird alles zu teuer, das verschandelt uns die Landschaft. Das sind Punkte, die im Grunde die AfD reklamieren kann, wofür sich andere Parteien nicht stark machen. Ursula Münch, herzlichen Dank für die Analyse.